Die Freundschaft und ihr Einfluss auf die Persönlichkeit. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt: Die Freunde werden an jenem Tag einer des anderen Feind sein, außer den Gottes fürchten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Der Koran hat uns, der unwissenden arabischen Nation, die beste Nation für den Menschen gemacht. Allah hat den Arabern durch den Koran eine Ehre erwiesen, und so haben die Herrschaft über die ganze Welt erlangt, weil sie vom Koran so stark beeinflusst wurden, dass sie sich an dessen Wortlaut und Gebote halten konnten. Der Gesandte Allah, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, hat seine edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, durch den Koran erzogen. Und so sind deren gläubige Persönlichkeiten in ihren besten Formen gebildet. In keiner Zeit und bei keiner Menschengruppe war der Koran so einflussreich im Verhalten der Menschen wie in dem Verhalten und den Charakterzügen der Gefährten des Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen. Aus dem Koran und seiner Beschreibung für diesen in allen Epochen der langen Menschheitsgeschichte beispiellosen und einzigartigen Typus können wir einige Aspekte und Eigenschaften dieser gläubigen Persönlichkeit erfahren. Dazu gehören unter anderem Folgendes. Sie ist vernünftig. Der Vernünftige ist derjenige, der seine Interessen gut kennt und nach deren Realisierung strebt. Als man die Heuchler dazu aufforderte, zu glauben, wie die Leute, also die Gefährten, geglaubt haben, sagten sie: Sollen wir den Glauben wie die Toren glauben? Sie bezeichneten die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, als Toren. Der Tor ist derjenige Mensch, der die eigenen Interessen nicht kennt und folglich nicht versucht, sie zu realisieren. Allah hat ihnen dann wie folgt geantwortet: Sind es denn nicht wahrhaftig sie, die die Toren sind? Aber sie wissen nicht. Dies bedeutet, dass die Torheit sich nur auf die Heuchler beschränkt. Es bedeutet auch, dass die Gefährten als vernünftig zu beschreiben sind, dass sich die Vernunft sogar auf sie beschränkt. Sie ist rechtschaffen und Ordnung schaffend. Die gläubige Persönlichkeit stiftet kein Unheil. Als man die Heuchler dazu aufforderte, mit dem Unheilstiften auf der Erde aufzuhören, sagten sie: Wir sind ja einzig und allein die Ordnung schaffenden. Sie beschränkten das Schaffen von Ordnung auf sich selbst und verdrehten dadurch die Wahrheit und begegnen somit zwei Sünden. Das Unheilstiften auf der Erde und ihre Überzeugung, dass sie Ordnung schaffenden sind, so dass ihnen die Rückkehr zur Wahrheit erschwert ist. Denn wer auf der Erde wissentlich Unheil stiftet, der ist der Abkehr näher als die Heuchler. Allah antwortet ihnen, indem er das Unheilstiften auf sie beschränkt. Sind es denn wahrhaftig nicht sie, die die Leute lasterhaften sind? Aber sie haben kein Gespür. Dies bedeutet, dass sich das Schaffen von Ordnung auf die Gläubigen beschränkt. Und das sind die Gefährten des Propheten, Allah segne und schenke ihm Wohlergehen, und diejenigen, die ihrem Vorbild bis zum jüngsten Tag folgen. Sie ist innerlich und äußerlich rechtschaffen. Der Glaube hat diese gläubige Persönlichkeit innerlich verbessert, und darüber hinaus ist sie auch nach außen hin rechtschaffen. Sie glaubt an das Unsichtbare, verrichtet das rituelle Gebet, entrichtet die Zakat, gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und verrichtet andere gute und rechtschaffene Werke.
All diese Eigenschaften machten sie zur besten Persönlichkeit auf der Erde. Allah, der Erhabene, sagt, ihr seid die beste Umma, die für die Menschen hervorgebracht wurde. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Sie hat die Demut in Ehrfurcht gegenüber Allah realisiert. Sie hat sich vor Allahs Strafe geschützt, indem sie seinen Geboten folgt und das von ihm Verbotene meidet. Das zeigte sich klar bei den Gefährten des Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, über die Allah der Erhabene sagt, und er verpflichtete sie zum Wort der Demut in Ehrfurcht gegenüber Allah, und sie hatten mehr Anrecht darauf und waren dessen würdig. Dem Gesandten Allahs, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, genau folgen. Diese Persönlichkeit stellt sich nur auf die Seite des Gesandten Allahs, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, und sie stellt sich nur auf die Seite der Gefährten des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Sie folgt ihrem Vorbild hinsichtlich ihres Folgens, ihres Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen. Allah, der Allmächtige und Majestätische, sagt, und wer dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Richtleitung klar geworden ist und einem anderen Weg als dem so gekehrt hat, und wir setzen ihn der Hölle aus, und sie ist ein schlimmer Bestimmungsort. Allah, der Erhabene, sagt ferner, die ersten Vorausgeeilten von den Auswanderern und den Helfenden, und diejenigen, die ihnen durch Wohlverhalten folgen. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Die Vorauseilung hinsichtlich des Glaubens und der Befolgung von Allahs Geboten. Denen, die ihnen, den Auswanderern und Helfenden folgen, machte Allah es zur Bedingung, dass sie ihnen auf beste Weise in ihren Worten und Taten folgen sollen und nicht auch in ihren Fehlern, denn sie sind nicht unfehlbar. Sie strebt danach, in der Religion vorbildhaft zu sein. Allah, der Allmächtige und Majestätische, sagt, und diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns an unseren Gatten und unseren Nachkommen Augentrost und mache uns für die in Ehrfurcht gegenüber Allah Demütigen zu einem Vorbild. Das heißt, hilf uns, denjenigen vor uns zu folgen, so dass wir zum Vorbild für die anderen nach uns werden können. Allah, der Erhabene, sagte nicht in diesem Koranvers Vorbilder, also im Plural, und zwar als Hinweis darauf, dass ihr Weg derselbe und ihre Vorgehensweise dieselbe ist, so dass es in der Wirklichkeit nur ein einziges Vorbild ist. Allah, der Allmächtige und Majestätische, sagt, und dass dieser mein Weg gerade ist. So folgt ihm und folgt nicht den Faden, denn sie trennen euch von seinem Weg. Sie eilt zu jeder Güte. Allah, der Hocherhabene, sagt, und diejenigen, die Islamleugner sind, sagen denen, die den Glauben verinnerlichen, wenn er etwas Gutes wäre, wären sie uns damit nicht zuvor gekommen? Von allen Menschen sind die Gefährten des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, zweifellos diejenigen, die sich am schnellsten zur Güte beeilten und jeder Güte am würdigsten sind. Deswegen sollen sich alle, die nach ihnen kommen, sie zum Vorbild nehmen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam, sie hat ihr vorteilhaftes Geschäft mit Allah abgeschlossen. Allah, der Erhabene, sagt, Allah hat wahrhaftig von den
Glauben verinnerlichen in deren Leben und deren Gut gekauft, damit für sie das Paradies sei. Die Ergebnisse dieses Geschäfts waren sehr klar und deutlich im Verhalten derjenigen, die dies Geschäft abgeschlossen haben, wie Sumayya, Ammar, Yasir, Suhaib und andere Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Der folgende Koranvers ist nach der Meinung der meisten Koranexegeten wegen Suhaib geoffenbart. Und unter den Leuten ist, wer seine Seele im Trachten nach Allahs Zufriedenheit verkauft und Allah ist sanftmütig gegenüber den Anbeten Dienenden. Denn als Suhaib zu Allah und seinem Gesandten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, auswandern wollte und sein Vermögen in Mekka ließ, verfolgten ihn einige Islamleugner. Er stieg von seinem Reittier ab, spannte seinen Bogen und sagte zu ihnen: Ihr wisst ganz genau, dass ich einer der besten Scharfschützen unter euch bin. Ihr werdet mich nicht fangen, ohne dass ich vorher jedem meiner Pfeile verschossen habe. Und danach werde ich mit dem Schwert kämpfen, solange ich es kann. Erst dann könnt ihr tun, was ihr wollt. Sie sagten: Du kamst bettelarm zu uns und jetzt lassen wir dich nicht so reich gehen. Sage uns, wo du dein Geld in Mekka versteckt hast und wir lassen dich gehen. Er willigte ein und informierte sie über sein Geld. Als er zum Gesandten Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, als er zum Gesandten Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen kam, war dieser Koranvers schon geoffenbart. Und da sagte ihm der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken: O Abu Yahya, welch erfolgreicher Handel! Und Allah ist sanftmütig gegenüber den Anbeten Dienenden. Dies bedeutet, dass er was wenige von ihnen annimmt und ihnen dafür reichliche Belohnung gibt. Er kauft von dem Glauben verinnerlichenden dessen Besitz und Seele, obwohl er der Besitzer von Seelen und Geldern ist, und verkauft im Gegenzug dem den Glauben verinnerlichenden die beste und wertvollste Ware, nämlich das Paradies, das ebenfalls ihm gehört. Gibt es überhaupt so etwas, dass jemand seinen Besitz gegen seinen Besitz verkauft? Wahrhaftig, er ist gegenüber den Anbeten Dienenden sanftmütig. Sie weiß, dass sie überhaupt werden muss, dass sie überprüft werden muss. Allah, der Allmächtige und Majestätische, sagt: Rechnen denn die Menschen damit, dass sie gelassen werden, dass sie sagen: Wir verinnerlichen den Glauben und sie werden nicht auf die Probe gestellt, und wir haben ja schon diejenigen von ihnen vor ihnen auf die Probe gestellt. So weiß Allah ganz gewiss um diejenigen, die wahrhaftig die wahrhaft sind, und er weiß ganz gewiss um die Lügner. Er sagt ferner: Oder meint ihr, dass ihr den Paradiesgarten betreten werdet und es ist noch nichts Gleiches über euch gekommen, wie über diejenigen, die für euch dahin gegangen sind? Not und Leid berührten sie und sie wurden zum Zittern gebracht, bis dass der Gesandte und diejenigen, die mit ihm den Glauben verinnerlichten, sagen: Wann kommt Allahs Sieg? Aber Allahs Sieg ist wahrhaftig nahe. Die gläubige Persönlichkeit weiß also sehr genau, dass sie
heimgesucht wird und sie findet es falsch zu glauben, dass es gut ist, dass man nicht heimgesucht wird. Sie weiß auch ganz genau, dass die am härtesten heimgesuchten Menschen die Propheten sind, dann die Besten unter den normalen Menschen, dann die Nächstbesten. Sie ist geduldig und erhofft Allahs Belohnung im Jenseits. Sie verrichtet geduldig die Anbetungshandlungen und erhofft dabei die Belohnung dafür von Allah. Sie hält sich geduldig von den Sünden fern und erhofft dabei die Belohnung dafür von Allah. Sie ist auch in dem Sinne genügsam, dass sie an Allah Genüge hat, auf ihn und seine Belohnung vertraut, sowie auf seine Hilfe, seinen Sieg und seinen Beistand rechnet. Allah der Allmächtige und Majestätische sagt, diejenigen, die Allah und dem Gesandten Folge leisten, nachdem sie die Wunde erlitten hatten, für diejenigen unter ihnen, die rechtschaffen handeln und demütig in Ehrfurcht gegenüber Allah waren, ist eine gewaltige Belohnung. Diejenigen, zu denen die Menschen sagten, wahrhaftig, die Menschen haben sich bereits wieder euch versammelt, fürchtet sie also. Sie wurden also stärker im Glauben und sie sagten, unsere Genüge ist Allah und was für ein vollzüglicher, beschützender Sachwalter. So kehrten sie mit Gnade von Allah und Gunstbezeugung zurück. Kein Übel hat sie getroffen und sie folgten dem Wohlgefallen Allahs und Allah ist voll gewaltiger Gunstbezeugung. Er sagte ferner, und als die den Glauben verinnerlichenden die Gruppierung seien, sagten sie, das ist, was Allah und sein Gesandter uns verheißen haben. Und Allah und sein Gesandter sagen die Wahrheit. Und es mehrte ihnen nur Glaube und Ergebung. Er sagte weiterhin, und wären sie doch zufrieden mit dem, was Allah und sein Gesandter ihnen gaben, und sagten, unser Genüge ist Allah. Allah wird uns von seiner Gunst Bezeugung geben und sein Gesandter, wir sind wahrhaftig nach Allah Trachtende. Nur bei Allah ist Beistand zu suchen und auf ihn ist Verlass. Es gibt weder Macht noch Stärke durch ihn und Allah weiß es am besten.